Hier haben wir für euch das Modell Crysis V4 in der vierten Generation. Hier geht es ins Rennen halt mit einem etwas dünneren Kern als beim Vorgängermodell. Weiterhin in einer Half-Cap-Bauweise. Wie gesagt, der Flex ist jetzt tick weicher abgestimmt. Und das Ganze sind wir mit der neuen Duelli 7-Bindung gefahren. Wir haben hier bei dem Crysis in der Länge 141 eine Rockerlinie von 3 cm konstant. Dadurch geht es halt natürlich wirklich flott los, ohne Mühe, ohne Krafteinsatz und auch ohne besonders großen Druck vom Kite kommt man hier sehr schnell ins Gleiten. Die gestreckte Outline in Kombination mit der guten Geschwindigkeit, die das Crysis erreicht, sorgt dafür, dass auch Höhelaufen extrem einfach ist. Wir ziehen hier wirklich einen sehr schönen Winkel gegen den Wind und dabei braucht man auch nicht besonders stark auf Kantendruck und dergleichen zu achten, sondern das Board zieht halt wirklich mehr oder minder fast selbstständig schön weit nach Luv. Die schöne und flüssige Beschleunigung mündet in einer hohen Endgeschwindigkeit, die sich durchwegs insgesamt auch leicht kontrollieren lässt. Die Kombination der recht flachen Bodenkurve und der 4,5 cm langen Fin macht das Board mittellos abgestimmt. Sprich, wenn man das Board unter sich switchen möchte, braucht man hier einen mittleren Kraftaufwand. Der Übergang des Griffes der Kante und dem Griff der Finnen ist gleichmäßig und harmonisch. Der dünnere Kern hat das Crysis in diesem Jahr insgesamt etwas lebendiger und auch einen kleinen Tick drehfreudiger gemacht. Ab 70 Kilo reicht hier das Körpergewicht aus, damit das Board halt willig und ohne Probleme in die Kurve geht. Bei mittleren bis weiten Radien hat man einen sehr schönen Zug auf der Kante. Bei sehr engen Radien geht das Ganze ein bisschen in den Drift über. Und auch positiv hat sich die Laufruhe entwickelt, dadurch den Zusatz an Flex, den das Board jetzt besitzt, das Ganze hier auch in kappligen und welligen Bedingungen insgesamt schön ruhig und gedämpft läuft, sodass stets eine wirklich gute Kontrolle vorliegt. Die meisten Boards, bei denen man wirklich immer eine sehr gute Kontrolle bescheinigen kann, weisen in der Regel eine etwas stärkere Rockerlinie gerade auch bei dieser Länge auf. Anders hier arbeitet das Crysis, wie gesagt, über das angepasste Flexverhalten bei einer Boardlänge über 1,40, was definitiv dafür sorgt, dass das Brett exakt genau richtig reagiert und auch keinerlei Eigenleben entwickelt bei Landungen und dergleichen. Vom Einsteiger bis hin zum Profi gelingt der Absprung hier ebenfalls sehr gut. Es liegt natürlich daran, dass die Kante eine sehr schöne Führung besitzt. Man braucht keinen besonders hohen Kantendruck auszuüben, um hier Leinenspannung zu erzeugen, was gerade demjenigen, der es am Anfang übt, sehr einfach macht, mit dem Board abzuheben. Und zudem löst es sich wirklich leicht von der Wasseroberfläche. Für denjenigen, der es gut kann, ist ein mittlerer progressiver Ankantvorgang hier optimal für das Maß an Höchstleistung. Und kommen wir wieder zur Bodenkurve. Es landet sich erstaunlich weich und komfortabel. Hier macht aber auch die Duelli 7 Bindung, die jetzt neu ist, auch einen sehr guten Job. Also die Patch-Lauf-Kombination hat eine exzellente Dämpfung. Das hilft natürlich beim knieschonenden Fahren. Und wer es lieber ausgehakt mag, der kann hier mit einer mittleren, guten Technik leichte Anuk-Jumps ohne weiteres vollziehen. Man hat wie hier schön diese sichere Landung. Beim Pop, klar, da muss man aufgrund des wirklich höheren Flexes
einige Abstriche machen gegenüber jetzt einem reinen Freestyle-Board. Da kommt jetzt nicht so viel Response aus dem Rumpf, aber dafür ist das Board eigentlich auch gar nicht gedacht. Und dafür macht es seinen Job in diesem Bereich wirklich mehr als anständig. Also jegliche Form von Einschränkungen liegen hier dann eventuell nur höchstens in der Fehlinterpretation der Länge. Das Board mit 1,41 ist optimal geeignet für Fahrer und Fahrerinnen zwischen 65 und maximal 90 Kilo. Das liegt einfach an dem etwas weicheren Flex. Das Board ist halt eher in dieser Kategorie abgestimmt. 70, 75 Kilo ist hier so das absolut perfekte Körpergewicht. Aber auch 80, 85 kommt hier sehr, sehr gut klar. Für den Einsteiger ist es ein Brett, was alle Fahrleistungen sehr einfach erfahrbar macht. Man muss hier kein wirklich großes Fahrkönnen aufweisen, eigentlich gar keins, um hier früh zu gleiten, um hier sehr schön höher zu laufen. Und wenn man dann beim Springen angekommen ist, dann geht das Ganze auch wirklich easy von der Hand. Die Drehfreude ist angenehm. Man kann hier in engen bis weiten Radien bei dem Board alles abrufen, ohne wirklich großen Kraftaufwand dafür zu benötigen. Man hat eine tolle Kontrolle. Das Board ist auch nicht wirklich schwer, sondern gehört in der Länge eher zu den leichteren Boards. Und das trotzdem erstaunlich hier ist kein wirklich hoher Verkaufspreis angesetzt. Der liegt ungefähr bei 500 Euro. Und das macht halt den Einstieg in diesen Bereich halt der Freeride-Klasse für Einsteiger bis begleitend hin zum Profi gar nicht so teuer. Also man kann auch sehen, halt eine schöne Bordabstimmung liegt jetzt nicht nur an den hochwertigsten Materialien aus Carbon und irgendwelchen anderen Sachen, sondern die Gesamtabstimmung von Flex, Outline, Rockerline, das sind die drei entscheidenden Punkte. Und wenn die wie hier beim Crisis V4 gut aufeinander abgestimmt sind, dann bekommt man einfach halt ein sehr, sehr schönes Fahrerlebnis für einen großen Einsatzbereich an unterschiedlichstem Fahrkönnen. Also tolle Sache.